Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich spiele World of Goo und wie angedroht das Level Whistler. Lerne wie. Okay. Okay. Sie scheinen der Flöte zu folgen. Eines Tages, wenn sie jemals eine Companion-DVD ihrer Abenteuer zusammenstellen, wird wahrscheinlich einer der Goo-Bälle sagen: Wir haben die Moves und ihr habt die Grooves. Der klassisch trainierte Schildermaler. So. Und jetzt? Hier kann ich nicht anwählen. Die schlafen. Da ist die Röhre. Achso, so ein Gleichgewichtsspielchen. Kommen die jetzt alle hier hoch? Kippt dann das ganze Ding? Ja, die kleinen Schmierghouls. Was um Himmels Willen? Was war das denn? So. Hier so ein Blitsch dran geblitscht. Machen wir noch einen zweiten Blitsch. Schleimguh. Na? Haben sie dann hier schneller runtergerannt? Nein. Stellen sich nur blöder an. Aber das ist okay. Es sind schließlich nur kleine Schleimbällchen. Und ich muss 20 derer sammeln. 13. 14, 16, 17. Wer kann da eigentlich nicht zählen? 19, 20, 21, 22, 23. Na los. Einer noch. Sehr schön. Das war's ja auch schon. Was eine Freude. Klatsch, 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 klatsch. Und das, obwohl ich zwei Goo-Bälle verloren habe. Das ist ja schon so ein bisschen, ich sage mal, es kratzt ein bisschen am Ego. Aber gut. So. Und da jetzt 1,23 ja nicht so der Hit ist, denke ich, hänge ich The Red Carpet einfach hinten dran. Klick. Mach dich bereit fürs Close-Up. Eieiei. Okay. Das ist mein Nee, das ist Blinder Goo. Der Blinde Goo sind das hier. Also. Da ist ein Gewicht. Je mehr Blinder Goo drauf ist, desto weiter fällt es runter, desto mehr. Ach, hier ist auch ein Finger. Ha. Schubst es das Ding hoch, dann fällt das. Red Carpet Extendomatic. Sehr schön. Wird das alles platt machen. Und hier... what? Da ist grünes Goo. Was sind das für Tropfen, die da die ganze Zeit runterfallen? Ich hoffe mal, das ist nur das Öl von der Maschine. Eieiei, das sieht aber jetzt doch gar nicht so einfach aus. Was schreibt der Schildermaler dann? Nein, das ist weg. Nein, 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 nein. Lächle für die Kameras. Jeder sieht so gut aus heute Abend. Weiß sie überhaupt, wo diese Röhre hinführt? Wir werden es ihr nicht sagen, Schildermaler. Gut, 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 gut. Also, in meinem Kopf. Fällt das Ding runter, macht alles platt, was hier ist, rutscht dann wahrscheinlich hier so ein bisschen runter. Das heißt, ich muss hier irgendwie eine Stabilisierung bauen, damit es der große Kopf hier reingeht, hier hocheimert, hier zerschreddert wird und hier aufgesaugt wird. Das
heißt, ich muss hier irgendwie hochbauen. Spaß an Tüten, das Ding ist ja jetzt schon krumm und schief. Ah! Schon wieder einen Goof verloren. Das wird irgendwie... Heute wird es der Tag der verlustigen Goos. So. Nee, nee. So haben wir einen gerettet. Ha! Habt ihr gesehen? Ich habe einen Goo gerettet. Hahaha. So. Links angedockt. Rechts angedockt. Jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren, außer dass es im Mittelbereich irgendwo zusammenbricht. So, damit fange ich jetzt aber auch alles auf, was hier eventuell runterfällt. Ich glaube, was ich mal mache ist, ich transferiere ein paar Goos. Na, Mist. Können sie aber einfach hier drauf fallen lassen. Die machen lustige Geräusche. Alalalala. Alalalala. Alalalalala. Alalala. So. Jetzt muss ich aber tatsächlich hier mal anfangen zu basteln. Damit die Goos auch hier hochklettern können. Tun sie aber nicht. Läppische Goos. Okay, das ist noch nicht schwer genug. Muss ich die von hier vielleicht doch dann wieder da drauf setzen? Na? Plop, 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 plop. Da bewegt sich aber noch so gar nichts. Warum bewegt sich da noch nichts? Das blöde Ding etwa verkantet? So. Jetzt hängt es auf jeden Fall wieder frei. Aber es passiert immer noch nichts. So und so. Mann, 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 Mann. Wie viel blöde Goos soll ich denn da noch aufpacken? Das funktioniert doch hier irgendwie alles nicht. Ist jetzt tatsächlich der eine weiße Gude, der fehlt? Ja, ich höre euch ja schon sagen, McSnake, lass sein, fang von vorne an. Und ich glaube, ihr habt recht. Ich werde jetzt erstmal schauen, was ich hier alles draufpacken muss, damit das runterfällt. Dass wirklich alle weißen Goos sind, die man hier sammeln muss. Oder ob man einfach nicht bauen darf. Im Sinne von Kraftverteilungs-, Umlenkungsgerödel. Ja, haha. Da freut er sich. So. So und so und so. Aber das reicht auch noch nicht aus. Habe ich da gerade schon wieder einen Huf weggeschmissen? Oh Mann. Tja. Alle sind mächtig hektisch.
Da unten ist so ein Ding, was sich dreht. Ich pack da jetzt einfach so lange Guß drauf, bis das umkippt. Ist ja schließlich auch ein Umkipppfeil drauf. Hätte das sicherlich auch irgendwie anders lösen können. Mann, sind die Gu-Macher anstrengend. Ist verbautes Gu schwerer, weil es diese Verbindung bildet? Ausprobieren. So und so und so und so. Du bist grünes Gu. Du bist doof. Das würde ja dann heißen, dass möglichst viele Verbindungen überall hin gut sind. So. Yo! Da rollt sie. Kdoing. Kishem. Okay. Das war kacke. Aber damit ist klar, es muss gebautes Gu sein. Und hier unten, das passt schon so. Es muss nur einfach eine kleine Weiterleitung nach rechts geben. So. Und so. Und so. Damit das komische Gesicht, wenn es hier drauf fällt, auch wirklich in die richtige Richtung gelotst wird. So. Dieses ist der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Möglichst viele Verbindungen bilden. Dafür ist dieses weiße Gu ja auch privilegiert irgendwie. Es bildet ja Verbindungen ohne Ende. So, aber bevor jetzt noch irgendwas weiteres passiert, sollte ich versuchen, das Gu so zu sammeln, dass ich im Zweifelsfall nochmal rankomme. Und dazu, das wird jetzt einen Moment dauern natürlich, werde ich das Gu von links nach rechts verfrachten. Wobei es hier schon rausfällt. Das heißt, ich werde es direkt ins Netz der Grünen setzen. Weil vielleicht brauche ich es ja nochmal. Man weiß es ja nicht. Und hier rauszuholen geht genauso einfach, wie es aus diesen komischen Auffangbehältern rauszufischen. So. Ein paar Guts für Sicherheit. Mit denen baue ich jetzt hier weiter Netze. Ein bisschen auf die Geometrie achten. Mal ein paar hier rüberlegen. Ich vorstellen kann, dass sie da eher in Sicherheit sind. Jetzt fange ich schon an, mich um meine Gutbälle zu sorgen. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem man eigentlich ein Computerspiel abbrechen sollte. Wenn man sich mit den Hauptcharakteren identifizieren kann und die Hauptcharaktere kleine schleimige Bälle sind. Na? Immer noch nicht? Jetzt, da drückt der Finger das Ding hoch und nein! Das ist doch Mist. Zurück. Zurück. So.
Und noch ein zurück. Noch ein zurück. Ja, jetzt rutscht das nicht mehr. Das ist gut. Und dann kann ich an dieser Stelle die weißen Bu-Bälle dazu benutzen. Hier nochmal eine weitere... Ups. Komm, schieb da drüber. Ist auch nicht so clever, ne? Ich hätte es gern wieder so ein bisschen rüber. Aber vielleicht kann ich das auch einfach so machen. So. So. Ich den Google hier raus. Den setze ich dann hier hin. In Hoffnung, dass es jetzt passt. Also nochmal zwei Bu-Bälle hier reingesetzt. Mit bis vielen Verbindungen. Reicht noch nicht. Dieser hier. Jetzt. Jetzt kippt es. Klang, 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 klang. Blöde dicke Ball rollt. Going. Ah. Komm, roll rüber da. Hab ich doch in einem Level schon mal gemacht. Zum Ball angestoßen. So. Jetzt ist er da, wo er hin soll. Ich schätze mal, jetzt sollte ich hier möglichst schnell was hochbauen, damit wir so auch zu diesem Absaugstutzen kommen. So. Alle Mann bitte hoch. Die werden gar nicht eingesaugt. Naja, 18 von 10. Immerhin was. Ja. Das war der Red Carpet Extendomatic. Wippen-Dings. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ja, würde ich mich über einen Daumen freuen oder auch einen Abonnement. Dann kann ich besser einschätzen, ob das so in Ordnung ist, wie ich das mache. Und ja, das war's für diesmal. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin zockt viel, zockt schön und tschüss.